So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses. Adi und der Adventskalender. Nee, Adi und der Bier. Adventskalender von Kalea. Wir haben heute Türchen Nummer 21 am Start, glaube ich. Noch vier Türchen, also 21, 22, 23, 24. Wir wollen direkt mal die 21 öffnen. Mal beim Adi reinschauen, was er da Schönes hat. Und ich muss euch sagen, ich bin total froh, wenn das vorbei ist. Denn jeden Tag grüßen, Bier trinken ist schon auf Dauer irgendwie ziemlich anstrengend. Kann ich mir gar nicht erklären, wie das die anderen machen. Also, ja, wenn man Bock drauf hat, in einer geselligen Runde mal ein Bierchen, das ist auf jeden Fall was ganz anderes, als wenn man jeden Tag frühst gezwungenermaßen da aufsteht und direkt nach dem Aufstehen sich da so eine Tonne Bier reinkippt. Aber hey, dafür gibt es ja jedes Mal Spiel, Spaß und Spannung. Adi, jetzt hast du doch dein Dings hier runtergeworfen. Wo ist es denn jetzt hin? Da liegt ein Bierstöpfel und da liegt was anderes. Aber egal, wir kommen direkt. Ich hab's. Hier ist es. So, meine dicke Wurst. Wir kommen direkt zum zweiten Türchen von der heutigen Folge. Auch Nummer 21, aber von dem anderen Kalender von Adi. Das ist hier unten. Und da ist auch was zu naschen drin. Wurde ich ja schon angeteasert habe gestern, dass noch zwei Spielzeuge kommen. Das heißt, in den nächsten drei Türchen sind zwei Spielzeuge dann noch. Hier ist jetzt, es riecht schon, hui, Peskekane, Ente und Truthahn. Ente und Truthahn. Batsch. Na, Adi, bleib hier, alles gut, Adi, Schatz, guck. Ah, warte. Bei mir ist theoretisch heute sogar Sonntag, ne, um euch mal darüber zu informieren. Bei mir ist Sonntag, ich muss gleich Raids für Zuschauer mit Thomas und Kobalium und Mega für Nondor und selber auch Kobalium und danach nach 3,5-4 Stunden dann den C-Day, nochmal 3 Stunden und dann... Ich will auch einfach nur mich mal ausruhen und mal gemütlich. So, Adi, ich leg's dir jetzt wieder hier rüber. Du scheinst heute ja wirklich alles zu essen. Ihhh, die feuchte Nase war auch überall. Komm mal zu mir, weil ich muss ja auch was essen frühs. Das ist wichtig vor den Streams immer was zu essen. Das ist die 21. Die ist heute hier oben drüber. Und jetzt enttäuscht mich was. Wenn hier die 21 ist, hätte ich die 22 hier vermutet. Und dann 23, 24 hier runter, um das Muster aufrecht zu halten. Aber es ist leider anders. Toll. Unspektakulärer Deckel am Start. Einfach nur grau. Egal wie das Bier aussieht. Einfach nur ein, vor allem grau. Was ist denn das? Ein bronzefarbener? Nein, ein goldener? Es ist alles. Was ist das für eine Farbe? Schreibt es mal in die Kommentare, was das ist. Was ist es für ein Bier? Seit 1789 Ladenburger Hefeweizen hell. Also ein Fladenburger, Ladenburger. Das sieht ja irgendwie cool aus, weil ich mag weiße Etiketten sind edel. Und dann noch so eine Gelbnote da rein mit einem Button, auch edel. Hefeweizen hell. So am Rand hochgeschrieben. Sehr interessant. Ladenburger, quer hier drüber, 5,2%, steht auch gleich vorne drauf, ausgezeichnet als eines der besten Hefeweizen der Welt. Hefeweizen freue ich mich jetzt sofort drauf. Hier ist noch das Logo vom World Beer Cup Award und nochmal World Beer Awards Germany Silber. Hier habt ihr auf jeden Fall den Ladenburger Fladen. Also so gelb, ein Vogel, das ist, sieht aus wie ein Hisui Lavados, obwohl das dann Elektroattacken kann, genau. Ladenburger mit belebtem Brauwasser nach Granda, frisch natürlich, hefetrüb, www.ladenburger Bier, so. Mehr steht auch nicht drauf, Brauerei Ladenburger, Neuler.
in Neula. Wir machen das. Ach so, wie? Wir müssen es ja bewerten. Gefällt mir gut. Ich kann euch gar nicht sagen, warum. Aber mich spricht das irgendwie trotzdem total an. Es ist eigentlich schlicht, sehr schlicht, aber es wirkt auch sehr edel. Ich gebe trotzdem mal 4 von 5 Punkten. Ich will die 5 unangefochten lassen, aber 4 von 5 Punkte für diese Flasche Bier, für dieses edle Hefeweizen, das mich so total anspornt gerade. Jetzt habe ich es falsch rumgehalten. Wieso, das klingt so viel besser, wenn ihr das richtig rumhaltet. Dann machen wir das mal auf und ziehen wir das mal ab. Dann hoffen wir, dass da nichts rausfliegt. Dann schenken wir das mal ein in unser Bier-Tasting-Glas. Ah, 4 Biere noch, Ramses. 4 Biere. Dann hast du es geschafft. Dann bist du offiziell der erste Kalea-Alkoholiker der Welt. Quatsch. Ich habe so viele Leute gesehen im Netz, die jeden Tag ihren Kalea-Adventskalender saufen. Aber die machen das wahrscheinlich nachmittags so oder abends. Die haben da Licht zu Hause, was sie anmachen, und so können sie das auch abends so vom Schlafen gehen. Der Schlummertrunk. Abends erstmal ein Bier und dann ins Bett reingesecht. Hui. Und ich sitze schon auf der Toilette frühest, direkt wenn ich es trinke. Ne? So, jetzt haben wir es eingeschenkt. Es ist auf jeden Fall ein bisschen trüb. Ist ja auch ein Hefeweizen. Es ist nicht ganz so hell, es hat eigentlich hat's eine kräftige Farbe, ja. Durch diese zwei Kriterien, die ich ja mal habe, müsste ich 2 von 3 geben, weil es ja nicht kräftig genug ist und natürlich, weil es trüb ist. Aber ich finde, diesmal hat das trotzdem eine ordentliche Farbe, die bei euch jetzt nicht so zur Geltung kommt, aber es ist nicht zu hell und nicht zu blass. Nur das Trübe stört mich ein bisschen, aber ich würde trotzdem eine 3 von 5 geben. Das ist ein Hefeweizen, den muss man sich klar sein. Mittlerweile habe ich den Dreh jetzt raus. Deswegen bewerte ich jetzt nicht mehr einfach nach Farbe allgemein, sondern für einen Hefeweizen sieht es sehr gut aus. Nee, aber ich finde, so schlimm ist es nicht. Ich habe jetzt echte Durst, nachdem ich die ganze Zeit mich dagegen versucht habe zu wehren, habe ich jetzt Durst, deswegen sieht es jetzt plötzlich doch köstlich aus. Eine kleine Schaumkrone bildet sich oben, das passt auch dazu, deswegen also 4 von 5 und 3 von 5 sind die Punkte bisher. Wir kommen noch zum Geruch. Normalerweise riecht Hefeweizen ja trotzdem ein bisschen süßlich und irgendwie angenehm. Hier vernehme ich jetzt aber eine richtig saure Note. So richtig sauer, aber was mir schon ein bisschen zu sauer riecht und zu, also abschreckend, wenn ich so, finde ich nicht unbedingt angenehm, den Geruch gerade, muss ich sagen. Deswegen bei Geruch hier 2 von 3. 2 von 3 Punkten muss reichen. Jetzt haben wir also 4, wir haben 3, wir haben 2. Kommt jetzt eine 5 oder eine 1, dann haben wir überall verschiedene Punkte gegeben. Wir probieren mal den Geschmack. Würde ich gar nicht schmecken, dass das Bier ist. Es hat beim Trinken direkt schmeckt das einfach komplett wie Wasser. Es hat so eine wässrige Note, beim Trinken gar keinen Geschmack. Wodurch es natürlich jetzt süffig wäre, man es gut trinken kann, man einfach sagt, ach, ich trinke und trinke und trinke, das ist ja nicht herb, das ist nicht bitter, das ist nicht eklig, das merkst du gar nicht, das ist nicht kräftig. Trink einfach einen Schluck Wasser, höi. Dann beim Absetzen kommt aber der Nachgeschmack. Der Nachgeschmack ist auch ein bisschen sauer, aber nicht so sauer, wie es riecht. Angenehmer, als es riecht auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, warum das beste Hefeweizen, weil es nach Wasser schmeckt und Wasser das beste und gesündeste ist, mit einem bisschen komischen Nachgeschmack. Es bitzelt nicht auf der Zunge. Es ist nicht herb, es ist nicht bitter. Es schmeckt nicht schlecht.
Aber irgendwie dieses extreme Wässrige am Anfang mit diesem halb sauren, aber trotzdem irgendwo annehmbaren Nachgeschmack ist halt sehr anders. Habe ich so noch nie gemerkt. Mir fehlt aber was. Wenn das jetzt so wie es am Nachgeschmack ist, beim Trinken direkt schmecken würde, hätte ich vielleicht sogar 5 Punkte gegeben oder 4. Weiß ich nicht. So gebe ich auch hier eine 3. Eine 3, einfach Mittelmaß. Weil das Schlechte bleibt aus. Deswegen geht es nicht weiter runter. Aber irgendwo ist auch nichts Gutes da. Direkt. Also geht es auch nicht weiter hoch. Ich glaube, das war's. So müssen wir das machen. Es bleibt mir keine andere Wahl. 3 Bier sind noch vor uns. Ich freue mich so total. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Aber schönes Etikett trotzdem und würde ich auch auf jeden Fall wieder trinken, wenn mir das jemand hinstellt, würde ich nicht sagen, nee, geh weg damit. Also ja, würde ich auch nochmal trinken, also kein Problem. Danach müsste man vielleicht auch mal gehen. Aber wir bleiben bei 3. So, Prost und nein.